Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen C++ Tutorial auf meinem Kanal. Ja, ich habe wieder was Nettes, was Feines für dich, eine nette Übungsaufgabe. Und zwar wird das Programm, das ich erstelle, den User fragen, und zwar nach einer PIN-Frage. Das heißt, er soll eine PIN eingeben, beispielsweise, ja, wie müssen wir uns das vorstellen, wenn er sich bei einer Website einloggen möchte oder ja, beim Online-Banking bei seiner Bank. Und wenn ja, seine Eingabe erfolgreich ist, dann wird ihm der Zutritt gewährt und ansonsten wird ihm der Zutritt blockiert. So. Und ja, dann machen wir uns noch mal auf und legen los. Zwei Konstanten möchte ich vorab hier definieren. Und zwar ist das die Geheimzahl, der PIN-Code, der jetzt bei der Website, ja, bei der er sich einloggen will, hinterlegt ist oder hinterlegt sein soll. Wir simulieren das Ganze ja erstmal hier, ne? Also constant int PIN, na, sagen wir mal 1, 2, 3. Das ist natürlich ein Code, der schwierig zu knacken ist. Ja, ne? Okay, dann eine zweite Konstante, nämlich die maximale Anzahl der Versuche, die der User hat. Max Trials. Er soll maximal drei Versuche haben. Also. Gut. In dieser Variablen wird dann eben die Eingabe des Users abgelegt. So. Hier haben wir die Vorschleife. Diese Vorschleife wird maximal dreimal durchlaufen werden. So. Gut, dann wird der User Input eben entgegengenommen. Also zunächst hier die Aufforderung, dann ja, wird seine Eingabe in der Variablen Input, User Input abgespeichert. Jetzt folgt ein Vergleich. Dafür haben wir hier ein If-Statement, if User Input gleich gleich PIN. Ja. Nee, das war nicht beabsichtigt. Nein, nein, das war die Autovervollständigung. Nein, auch nicht. Ah. So, jetzt ist aber Schluss mit lustig hier. Genau. So, jetzt haben wir es, ne? Gut, also zunächst einmal die Rückmeldung für ihn, dass ja, der Zutritt erfolgreich war, ne? Oder Eingabe. Erfolgreich. Jetzt kannst reinkommen. Ja, da freut er sich bestimmt. Okay. So. Nach dieser Rückmeldung, nach dieser positiven Rückmeldung, springen wir aus der Schleife raus. Und wenn du schon einige Videos von mir gesehen hast, dann kennst du sicherlich auch meine Lieblingsanweisung, ne? Meine Lieblingsanweisung ist der Schrecken von nicht wenigen gestandenen Programmierern, aber ich mache es hier, ne? Go to end. Ja, genau. Und hier müssen wir auch das Sprungziel festlegen in der Zeile 23. Das ist das Ende des Programms. Also, wenn alles glatt gegangen ist, prima, dann, ne, wird das Programm geendet und der User kann glücklich sein. Wenn allerdings diese Vorschleife dreimal durchlaufen wurde und
er diese Rückmeldung hier nicht gesehen hat, das heißt, wenn er dreimal seine PIN falsch eingegeben hat, dann gibt es hier kein Go-to-End. Ne? Dazu kommt es gar nicht, sondern dann geht es nämlich nach der Vorschleife weiter. Und das ist eine weniger erfreuliche Rückmeldung für ihn. Ja, Zutritt wurde blockiert. Ne? Das ist der Code. Ja, finde, das ist doch hier kurz und knackig. Also, Konstanten hier in der Zeile 9 und 10, deswegen, weil sich ja hier weder die PIN ändern wird, noch die maximale Anzahl der Versuche. Und ja, die Vorschleife ist ja eigentlich selbsterklärend. Im Grunde genommen ist der gesamte Code selbsterklärend. Ja, und noch einmal zur Go-To-Anweisung. Also, in den 80er Jahren, ne, da wurde viel mit Go-To gearbeitet und das Problem war bei komplexeren Codes, dass diese Codes unübersichtlich wurden. Und wenn du ja zahlreiche Go-To-Anweisungen hast und du hast einen Fehler im Code, ja, dann macht es natürlich keinen Spaß, diesen Fehler zu suchen. Ne? Aber hier, wenn es übersichtlich ist, ja, ist es auch super. Ne? Also ich finde es super. Und jetzt führen wir das Ganze mal aus im Terminal, kompilieren das Ganze und lassen es laufen. Gib deine PIN ein. 1, nee, 12, auch nicht. 200, nein, Zutritt wurde blockiert. Okay, dann versuchen wir es doch glatt nochmal. Gib deine PIN ein, 100, nein, aber 1, 2, 3, hurra, Eingabe erfolgreich, kannst reinkommen. Ja, das verschönert doch einem den Tag, ne? Und nochmal, ja, ja, also, nochmal 2, 1, 4, nein, ist nicht, 900 ist auch nicht, und wieder 1, 2, 3, ja, jip, jip, hurra. Also alles gut, alles prima. Ja, und so kannst du eben so eine Passwortabfrage implementieren. Das ist eine Möglichkeit, wie du es machen kannst. Ich meine, beim Programmieren ist es so, du hast ja nicht nur eine Möglichkeit, etwas umzusetzen, etwas zu implementieren, sondern ja, zahllose. Ne? Ich finde, das war hier ganz nett. Ne? Also, wenn es dir gefallen hat und wenn es dich weitergebracht hat, dieses Tutorial, dann gib mir ruhig mal einen Daumen hoch und vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du eben weitere Videos von mir nicht verpasst. Denn im Leben gilt, dranbleiben ist alles. Ne? Dranbleiben ist die Mutter des Erfolges. Und ich werde hier ja noch zahlreiche Tutorials hochladen, ja, zahlreiche C++-Tutorials, Python-Tutorials. Irgendwann komme ich mit JavaScript. Ja, JavaScript ist auch eine sehr brauchbare Programmiersprache, aber mit Python und C++ sitzt du definitiv, und ich sage definitiv, in der ersten Reihe. Also, ne, Abo-Button klicken, Glocke aktivieren und gut ist. Okay, jetzt sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.